Hallo. Hallo. Ich bin Victoria. Ich mache hier sauber. Und wisst ihr, ich konnte das noch nie sagen, ne? Aber April, April. Ich mache gar nicht hier sauber. Ja, also ich habe aber auch einen Text mitgebracht. Ist vielleicht ein bisschen gewagt. Es geht um ein sehr spezielles Thema. Ich weiß, dass viele Leute da nichts mit anzufangen wissen, da wahrscheinlich noch nie mit in Berührung gekommen sind, nichts davon gehört haben. Es geht um Liebe. Und ja, das ist der Text dazu. Ich war schon mal zufrieden. Ich war schon mal allein. Ich bin schon mal geblieben, aber wollte da nicht sein. Ich bin schon mitgegangen und später dann gekommen und manchmal kam ich nicht, ich wurde nur genommen. Ich traf mal einen Fremden und einmal einen Freund. Ich wollte was beenden, ich habe was bereut. Ich war einmal verliebt, das war das Allerschlimmste. Ich hatte es verdient, weil ich es mir so wünschte. Verliebt sein ist so schlimm. Du gehst los und triffst eine Person, die du noch nie im Leben gesehen hast und kurze Zeit später willst du eigentlich immer nur die Person sehen. Das ist doch krank und lebensmüde. Man weiß ja gar nichts über die. Was, wenn das jemand ist, der schon mal ein Kettensägenmassaker begangen hat? Oder einen Taschendiebstahl? Oder der sein Klopapier zur Wand hin abrollt? Laut irgendeiner Statistik sind nämlich die Hälfte aller Verliebten kriminell und sogar ansteckend. Ich kannte mal eine, die hatte sich in eine andere verliebt und nach einiger Zeit war die dann auch verliebt. Und Kinder von Verliebten sind oft früher oder später auch plötzlich verliebt. Und dann ist immer gleich alles so romantisch. Meine Güte, wenn ich einen Romantisch will, dann schaue ich mir in der Buchhandlung die Auslagen an. Entschuldigung. In Serien stellen Leute ja oft so ultra viele Kerzen in ihrem Schlafzimmer auf, damit es so richtig romantisch ist. Aber ich finde das überhaupt nicht romantisch. Ich finde das gefährlich. Die Leute entkleiden sich gegenseitig, es werden Anziehklamotten geworfen und dann fällt ein Baumwollschlüpper in eine brennende Kerze. Sofort fängt auch die Pelzmütze und es ein Holzbeinfeuer. Ein Feuerwehrmann platzt rein, als man gerade so richtig bei der Sache ist und allen ist das total peinlich und dann brennt es auch noch bei den Nachbarn und dann muss man nackt rausrennen und draußen stehen schon Schaulustige und machen dann Witze darüber, dass deine Brüste so unterschiedlich aussehen. Also da kann man sagen, was man will, aber romantisch ist für mich was anderes. Weiß auch nicht, was daran romantisch sein soll, sich im Regen zu küssen. Das ist arschkalt und einzelne Regentropfen fallen einem in den Nacken und hinterher hat sicherlich irgendwer eine Blasenentzündung, die mehrere Wochen voll starker Schmerzen mit sich bringt, bis man schlussendlich in der Notaufnahme landet und die Ärztinnen einen zur Untersuchung ausziehen und Witze darüber machen, dass deine Brüste so unterschiedlich aussehen. Finde ich nicht romantisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder auf einem grünen Hügel sitzen und den Sonnenuntergang beobachten, das ist doch nicht romantisch. Das bedeutet doch, dass es gleich dunkel wird. Und auf diesem scheiß Hügel brennt bestimmt nirgendwo Licht. Und möglicherweise kommt dann ein Wildschwein aus dem Busch und rennt euch um. Und dann liegt ihr da unten und einer hat sich das Genick gebrochen. Und der andere weint und der Krankenwagen kann nun mal nicht in ein winziges Tal unter einem Hügel fahren. Und dann sind alle tot. Das ist vielleicht nur meine Meinung, aber romantisch finde ich das nicht. Oder Sex am Strand. Wisst ihr, was am Strand rumliegt? Richtig viel Sand und eingegrabene Kippenstummel und die Kleinkinder von irgendwelchen Leuten. Und wenn man sich dann darin rumräkelt, dann klemmt sich das in alle Körperritzen so rein und das zieht meistens noch jahrelang operative Eingriffe mit sich. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich hatte mal Sex am Strand und hinterher musste mir der Blinddarm entfernt werden. Und am schlimmsten ist es ja, wenn es bei anderen Leuten romantisch zugeht. So eklig, auch wenn andere Leute Sex haben. Erst letztens war es im Nebenzimmer wieder soweit. Ich habe natürlich sofort das Hotel verklagt. Wenn ich die schon beim Intimaustausch anhören muss, will ich wenigstens die Namen der Kinder aussuchen, die dabei gezeugt werden. Mir passiert das nicht selten. Also wundert euch nicht, wenn in ein paar Jahren ganz viele Mechthilds und Fürchte-Ingos durch die Gegend laufen. Und das hat überhaupt nichts mit meiner eigenen sexuellen Situation zu tun. Ich komme eigentlich nie, aber ich sag auch immer vorher ab. Das habe ich so in der Verkehrserziehung gelernt.
Auffällig dabei ist nur, wie erschreckend oft das Männern dann ja egal ist. Ich habe die ersten 3 Jahre meines aktiven Sexuallebens gedacht, dass ein Orgasmus bei Frauen sowas ist wie der Weihnachtsmann, Einhörner oder Rassismus gegen Weiße. Dass sich das halt irgendwer mal ausgedacht hat, aber eigentlich alle wissen, dass es das nicht gibt. Und dann hat mir eine ältere Freundin erzählt, bei ihr wäre das 15 Jahre lang so gewesen. 15 Jahre, in der Zeit werden Babys, die gezeugt werden, selbst zu Leuten, die zeugen können. Naja, aber meine Abneigung gegenüber Verliebten hat wirklich nichts mit dieser Situation zu tun. Ich habe das ja alles schon durch. Ich war schon mal zufrieden, ich war schon mal allein, ich bin schon mal geblieben, aber wollte da nicht sein. Ich war immer verliebt, das war das Allerschlimmste. Ich hatte es verdient, weil ich es mir so wünschte. Und verliebt sein, wie das immer endet. Das Ende ist echt das Schlimmste. Da bist du jahrelang verliebt ineinander und plötzlich kommt noch einer, den ihr beide noch nie gesehen habt. Und dann sagt einer, nee, ich bin jetzt doch eher in die verliebt. Tschüssi. Oder man kullert gemeinsam einen Hügel hinab, um einer Wildschweinattacke zu entkommen. Und dann sind alle tot. Also man kann dem Verliebtsein vieles nachsagen, aber romantisch ist das nicht. Ich finde diesen Text auch überhaupt nicht romantisch. Ich finde ihn enttäuschend. Ich meine, den hört man sich an und hinterher denkt man sich, dass es sich gar nicht mehr zu daten lohnt. Und dann sitzt man jeden Abend allein zu Hause und fängt an, wütende Leserbriefe an die Lokalzeitung zu schreiben, weil der neue Pfarrer zusammengewachsene Augenbrauen hat. Oder man wird Teleshopping-süchtig und dann stirbt man. Das ist vielleicht tragisch oder seltsam oder blöd, aber romantisch ist das sicher nicht. Also verliebt euch lieber, es hilft ja nichts. Ich meine, ja, vielleicht kriegt ihr dann eine Blasenentzündung oder brecht euch das Genick oder verbrennt in eurem eigenen Schlafzimmer, aber immer noch besser als Teleshopping-süchtig zu sterben. Verliebt sein ist die schlechteste Art zu leben, mit Ausnahme aller anderen halt, und das Ende. Das Ende ist echt das Schlimmste. Dankeschön. Viktoria Helene Bergemann.